Hier, wir sind zurück an Tisch 1. Jens Roos und Min Jung Bae auf der linken Seite diesmal. Und auf der rechten Seite Marlin Seefeld. Der Ex-Junior, Ex-Weltmeister mit Oliver Schlanke, dem Torwart von Kurbelkraft Bergedorf. Marlin bringt den Ball ins Spiel und wird geblockt von Min Jung. Min Jung lässt sich viel Zeit, Olli ist da. Und wieder der Block direkt auf die 3 von Min Jung. Marlin will das schnell durchspielen. Und jetzt wieder das Duell Olli gegen Min Jung. An den Pfosten, dritter Versuch für Min Jung in diesem ersten Satz. Verschießt wieder. Und diesmal ist er drin. 1:0 Führung. So, Marlin Seefeld muss jetzt auch erstmal Sicherheit auf der Mitte bekommen, aber dieser Pass ins Feld, den klaut Min Jung immer wieder. Das dritte Mal jetzt hintereinander. Kommt selbst etwas glücklich durch. Und diesmal geht er lang. 2:0. Also guter Start von Min Jung und Jens Roos. Jetzt hat Marlin ihn mal nach vorne gebracht. Marlin gegen Jens. Und da ist die gerade Option. 2:1. Anschlusstreffer. Es ist Min Jung Bae, der hier das Gefühl für den langen Schuss hat. Das Timing. 3:1 Führung. Olli bewegt sich da sehr gleichmäßig und dann schießt Min Jung im richtigen Moment. Im Mittelfeld betteln sich Marlin und Min Jung da hin und her. Mehr Blocks als saubere Pass nach vorne. Pässe nach vorne. Jens Roos wieder. Eben gut rausgespielt. Bin gespannt, wie er gegen Marlin hier, der auch defensiv eine gute Deckung hat, da rauskommt, lässt sich Zeit, schaut sich das an und bleibt hängen. Min Jung kann ihn greifen. Und diesmal ein sauberer Pass ins Feld von Min Jung. Und Min Jung schießt da immer wieder, wenn Olli dann wechselt und mit dem Torwart dann ins Kurze zieht und dann geht er lang. Das war jetzt zweimal erfolgreich, 4:1 Führung. Marlin bisher auch mit 100%, aber hatte eben nur 2 Chancen vorne, 4:2. Flotter Auftakt hier in diesem Achtelfinale. Offenes Doppel, DTFB Challenger, 7. Kicks Open. Und Min Jung nimmt direkt das Timeout, also wartet dann nicht die volle Zeit, die vollen 15 Sekunden, die er hat, wenn er den Ball auf seiner Stange hat. Es geht weiter, Time-In. Olli zieht da immer wieder aus der langen Ecke raus und dann kommt der Schuss. Also gutes Timing von Min Jung, 1:0 Führung, völlig verdient.
Und weiter geht's im zweiten Satz. Marlin versucht sich hier spielerisch in der Mitte ins Spiel zu kommen und reinzufinden. Jetzt zum ersten Mal Olli mit dem Rausspiel. Landet auf der 3 von Marlin. Jens hat eine ähnliche Haltetaktik da. Der Torwart eher im langen Eck. Die Puppe von der 2er im kurzen. Und dann wieder diese Ruhe vor dem explosiven Schieber. Der landet auf der 3 von Mignon. Bisher läuft es für die beiden, für Jens und Mignon. Da sieht man es. Lang ist immer wieder offen. Jetzt geht er lang und diesmal ist Olli da. Also jetzt hat er ihn gut gelockt. Ah ne, der war drin. Habe ich mich verguckt. Also 1:0 Führung. Und bei den beiden rechts, Marlin und Olli, läuft es irgendwie noch gar nicht. Jetzt kann Marlin hier ein bisschen glücklich nach vorne spielen. Sehr langsamer Pass und dann kommt der lange, da ist Jens da. Schön geahnt vom Torwart, dass der Stürmer da lang will. Und Mignon ist auch da. Explosion. Und Entladung, 2:0 Führung im zweiten Satz, wieder dran gewesen bei diesem Passversuch von Marlin. Alles läuft für die beiden. Und da kann Jens dann auch sicher und angenehm rausspielen. Schöner Schuss hier von Olli, aber wie gesagt, Jens Roos hellwach da hinten. Bisher kein Fehler. Auch wenn Marlin hier immer wieder blockt. Kommt der Ball zu ihm immer wieder zurück und dann nimmt er das Tempo raus aus dem Spiel, legt ihn sich hier hin. Diesmal der lange Versuch und jetzt hat er den Ball mal verloren. Jetzt Marlin Zielfeld, wichtiger Schuss jetzt für ihn. Kommen sie so wieder ins Spiel. Schöner Außenmann, 2:1. Und da kommen die Anfeuerungsrufe von der Tribüne. Die beiden wechseln auch. Also probieren jetzt ein bisschen was aus. Das ist durchaus richtig und wichtig. Bin gespannt, wie Marlin jetzt gegen Mignon hier hält. Er steht eher mit der zweiten Figur im Langen. Und dann hüpft der Ball unglücklich rein. 3:1. An die Bande gegen die Puppe und ins Tor. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber so ist das beim Tischfußball. Marlin Zielfeld muss sich jetzt wieder auf seine Offensive konzentrieren. Den Pass nach vorne, das ist erfolgreich. Bisher gut geschossen gegen Jens. Und Kobler schrägt. 3:2 Anschlusstreffer. Jetzt bleiben die beiden so. Dieser defensive Wechsel hat gerade nichts gebracht. Schöner Kantenpass von Mignon. Der ist voll im Fokus und macht hier eine gute Partie bisher. So, Olli hält jetzt ein bisschen schneller und das ist erfolgreich. Mignon verreist. Das wichtiges Rausspiel von Olli Schlanke. Schöne Kurbel und fast Ballbesitz vorne bei Marlin. Kann ihn aber nicht festhalten. Und der Schieber kommt etwas glücklich auf die Stürmerreihe von Mignon bei. Dann wieder diese Anspannung vor dem Linkslang-Chat. Und 3/4 fährt er da ein. 4:2. Also gute Langoption hier von Mignon bei gegen diese Deckung bisher von Olli Schlanke. Und Marlin mit dem nächsten Ballverlust. Also da ist ein bisschen das Feuer raus und das Timeout vor dem möglichen letzten Schuss in diesem zweiten Satz. Erneut beim Stande von 4:2. Bisher läuft alles für diese beiden Herren links. Jens Roos und Mignon bei.
der nochmal einen Schluck Wasser nimmt. Es ist doch warm hier in der Kickshalle. So, großer Schuss jetzt. Olli wird sich da bestimmt was ausgedacht haben, wie er ihn jetzt locken kann. Bewegt sich da ein bisschen schneller. Zieht immer wieder rein, aber die lange Ecke ist auf und das sieht man jung. Schießt er rein. 5:2 geht dieser Satz auch an die beiden Herren Bay und Roos. Also 2:0 Satzführung. Sieht nach bisher nach einer Schnellnummer aus. Marlin muss da sicherlich einiges zulegen. Beim Passspiel von 5:3 nach vorne. Und Olli sollte dann Mignon auch ein-, zweimal wenigstens stoppen. Weiter geht's. Marlin bringt den Ball ins Spiel. Bandenpass wieder geblockt von Mignon. Der ist der Hellwach in der Mitte jetzt. Und er will das sicherlich jetzt schnell über die Bühne bringen, das Spiel. Hat bestimmt mitbekommen, dass da einige Favoriten ausgeschieden sind. Knut Strecker und Oke Harms müssten noch im Feld sein. Und dann sicherlich noch einige andere Teams. Jetzt Marlin. Gute Performance auf der 3, das kann man nicht anders sagen. Aber er hat halt zu wenig Bälle da vorne. 1:0 Führung jetzt im dritten Satz. Vielleicht könnte diese Führung ja mal jetzt Mignon auch zu Fehlern bringen. Und so ist es. Marlin blockt sich den nächsten auf seine Stürmerreihe. Versucht wieder den Außenmann. Den langen hat er noch nicht geschossen. Doch einmal geschossen. Reingewandert, gekurbelt. 2:0. Wie gesagt, gute Quote vorne. Und jetzt ist die Situation eine andere. 2:0 Rückstand in diesem dritten Satz. Kann den Pass nicht fangen, Mignon. Und Olli hat den Ballbesitz. Und jetzt wird der bestimmt selbstbewusst hier rausspielen. Legt ihn dann auf Schieber, ungewohnt. Ball fliegt übers Feld und Mignon kann ihn wieder greifen. Also kurz, ist immer zu lang, ist oft auf und das merkt er und fasst sich dann ein Herz. Schneller Schuss, der Arm ist anscheinend heute locker bei Mignon. 1:2 Anschlusstreffer. Wichtiger Ball jetzt für Marlin, einen draufsetzen. Diesen 2:0 Tore Vorsprung halten. Rechts lang, Position, wandert rein. Und dann wieder mittig. Genau im richtigen Timing. 3:1. Und die Tribüne ist für Marlin Sielfeld. Dieses Tor wurde lautstark bejubelt. So, Olli arbeitet jetzt richtig. Ist jetzt mehr im Langen. Geht der Kurze jetzt? Und dann doch wieder der Lange. Ja, gute... Gut gesehen. 2:3 Anschlusstreffer. Jetzt tauschen die beiden. Jens hat da noch wenig Mittel gegen Marlins Stürmerreihe gefunden. Jetzt versucht das Mignon. Steht aber ähnlich. Anderer Zuckrhythmus von den Figuren. Und Marlin nimmt das Timeout. Gute Bewegung hier von Mignon. Und Marlin weiß natürlich auch, dass Mignon da clever fährt und hält. Und den sollte er jetzt treffen. 4:2 Führung im dritten Satz. Dann kommen sie nochmal ran. Und den Schwung müssen sie dann mitnehmen. Und dann könnte es vielleicht noch zu einem entscheidenden fünften Satz kommen. Also wie gesagt, 3:2 Führung, wichtiger Schuss für Marlin. Er bringt den Ball zurück ins Spiel gegen Mignon bei. Mignon hochkonzentriert hier. Und an den Pfosten von Marlin.
Das bejubelt Mignon. So. Mignon bringt den Ball ins Spiel, wird wahrscheinlich einen Timeout nehmen. Setzt hier aber erstmal zum Zier an. Wartet lange. Und schießt den rein. Also, der ist jetzt on fire, dieser Mignon bei. Wartet richtig schön lang. Und dann kommt dieser kurze Zier. So leicht zurückgedrückt ins kurze Eck. Und dann heißt das Duell wieder beim 3:3. Marlin Ziefer gegen Mignon bei. Gerade an Pfosten gesetzt und jetzt gute Entscheidung ins lange 4:3. Mignon geht wieder nach vorne. Und Marlin nimmt das Timeout. So, jetzt sind die beiden wohl im Spiel drin. Leider etwas spät. Also 2:0 Satzführung für Mignon bei und Jens Roos. Aber wie gesagt, kann auch noch alles andersrum laufen. Zum Beispiel, wenn Mignon bei und Jens Roos sich jetzt zu sehr verkrampfen, diesen Satz unbedingt holen zu wollen. Und dann geht das Flattern weiter im vierten Satz. Dann kann es schnell mal in den fünften Satz gehen und dann ist wieder alles offen. So, Time in. Und wichtiger Passversuch jetzt für Mignon. Marlin auch. Viele Bälle gut geblockt bisher. Aber auch ein bisschen Pech da immer. Er ist oft dran und er geht durch. So, Olli hält jetzt wieder ein bisschen anders und dann ist er im richtigen Moment im langen Eck. Also bewegt sich da jetzt schneller hin und her mit den Puppen und ist da öfters im langen Eck. Verliert hier fast den Ball. Bei diesem Drückerversuch. Marlin hat den Ball. Geht's weiter nach vorne. Das war ein Offensivfoul. Mignon Bay hat den Ball. Starker Pass direkt auf die Stürmerreihe von Marlin Ziefeld. Jetzt wieder gegen Jens Roos. Der bewegt sich jetzt auch ein bisschen schneller, verkrampft und schießt daneben. Und der Ball geht, trudelt ins eigene Tor. 4:4. Matchball-Chance für Mignon Bay und Jens Roos. Aber Marlin hat nochmal die Möglichkeit, hier das Spiel weiter in die Länge zu ziehen. Jetzt Satzball-Chance für Marlin Ziefeld. Kurz angetäuscht an die Kurbel und der Ball landet auf der 3 von Mignon Bay. Bin gespannt, ob er jetzt gleich abzieht oder doch das Timeout nimmt. Er hat noch ein Timeout. Lang ist wieder offen. Olli lockt ihn auf lang. Bisher gut geschossen, aber Mignon wird das Timeout nehmen. Lässt ihn dann noch ein bisschen zappeln. Aber auch ein gutes Timeout natürlich. Nochmal den Druck aufzubauen. Gegner weiß, bisher hat er nicht gut gehalten. Pusht sich natürlich jetzt nochmal. Olli Schlanke wird wohl hinten bleiben. Denn sollte es in Satz 4 und womöglich noch 5 gehen, muss er natürlich Mignon halten. Und das könnte ihm jetzt Aufwind geben, hält er diesen Ball. Also ganz wichtiger Ball hier. Sollte es einen weiteren Spielverlauf geben. Ansonsten war diese Angelegenheit dann doch eindeutig. Wir gucken uns das an. Und die lange Option. 5:4, 3:0 in Sätzen. Starke Performance, besser ins Spiel gestartet von Mignon Bay und Jens Roos. Und Mignon hat sehr konzentriert, hochkonzentriert gespielt. In diesem Achtelfinale Profifeld. Bleibt dran, wir sind gleich zurück. KIXTV.